Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu den Gebrüder Games. Und ihr seht schon richtig, wir haben hier Schatten des Krieges vor uns. Ein neues Spiel. Wir machen mal den Maximalzaun runter. Und ihr kommt mir, versteht mich trotzdem gut. So. Kampagnen-Schwierigkeit ist erstmal auf normal. Wir starten einfach in ein neues Abenteuer. Leider ist es nicht möglich momentan das Spiel zu livestreamen. Ich weiß auch nicht warum. Es ist heute released um 0 Uhr. Das ist gerade jetzt 5 Minuten danach. Und ihr wolltet eigentlich livestreamen auf meinem YouTube-Kanal. Und hätte euch gerne schon den ersten Teil gleich heute gegeben. Vielleicht werde ich auch erst die erste halbe Stunde spielen und dann den ersten Part schon mal hochladen, damit ihr schon für heute was habt. Und die weiteren Parts dann Tag für Tag hochladen. Ansonsten starten wir einfach mal ins Game und mal gucken, wie das Spiel sich verändert hat. Wie der zweite Teil gleich an den ersten Teil anknüpft oder. Ja, ich bin gespannt. Nochmal. Ja, nee, nochmal. Okay. Der schnelle Schwierigkeitsgrad. Deine Feinde unterliegen dir nicht so einfach und du wirst wahrscheinlich alles erleben, was das Erzfeindsystem zu bieten hat. Okay, geil. Da freut man sich aber drauf. Ich hatte einst eine Familie. Eine Frau. Die sind wunderschön. Und einen Sohn. Und ich begrub sie, sie und jeden, der mir nahe war. Nein! Was ist mit mir passiert? Bin ich tot? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Wir sind verbunden, Talion. Mein Leben und deines. Wer bist du, Geist? Ich formte die Geschichte Mittelerdes. Ich fertigte die Ringe der Macht. Celebrimbor, der größte Schmied des zweiten Zeitalters. Sauron täuschte dich und brachte dich dazu, die Ringe zu schmieden. Er hat dich und deinen Nächsten gefoltert. Vielleicht ist es dieser Schmerz, der uns verbindet. Ich hätte mit meiner Familie sterben sollen. Ich dachte, du wolltest Vergeltung. Doch es gibt nur einen Weg, den Kreis zu schließen. Sauron muss besiegt werden. Die Zeit ist reif für einen neuen Ring. Ein neuer Ring, Alter. Der neue Ring, der Prolog. Oh, freue mich drauf, Alter. Ja, das ist nämlich alles, was ich weiß, dass wir nämlich einen neuen Ring kriegen irgendwie. Die Welt der Menschen. Alter, geil. Sie erlischt. Ich habe es gesehen. Es gespürt. In den Feuern des Schicksalsberges schufen ein Waldläufer und ein Geist, im Tode vereint, das eine, das den dunklen Herrscher herausfordern könnte. Einen Ring der Macht. Doch Macht kann jene blenden, die sie begehren, und auch die stärksten Bande können brechen. Die Zukunft, die ich sah, darf niemals eintreten. Celebrimbor! Der Tod ruft erneut nach dir, Waldläufer. Wie lautet deine Antwort? Oh, Talion.
Die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich habe da noch ein paar Freunde in Gondor. Was ist, Liebste? Vergangenes ist vergangen. Es lässt sich nicht ändern. Wir müssen hier weg. Wir können gehen. Jetzt. Du kommst zu spät. Wir sind bereits tot. Nein! Nein! Boah, übel, Alter. Nicht gut. Ja, ein trauriger Anfang. Wow. Der Geist ruft dich. Ich rufe dich. Geist! Wo bist du? Mega geil. Unten in der Beschreibung habt ihr übrigens auch noch die Links. Wir haben uns die Gold Edition geholt. Von Mittelerde. Und ob es sich das lohnt, werde ich in den nächsten Parts wahrscheinlich mal erwähnen. Wie im ersten Teil. Ich muss leise sein. Tyrion. Tyrion. Diese Orks machen sich für den Krieg bereit. Hier gibt es nichts als... Das hört sich nicht gut. Wir müssen sie bezwingen. Okay, versuchen aber so viele wie möglich schleichen zu kriegen. Ich finde die Ursache. Da kann die theoretisch auch alle anlocken. Lass die auch ihre Leichen nicht entdecken. Doch. Seht, der Tag!
Da drüben! Die Luft ist rein. Und wegen die Luft ist hier rein, hier ist auch noch mehr einer. Die Luft ist rein. Freuen wir ihn mal. Celebrimbor, was hat man dir nur angetan? Du hast uns warten lassen. Lass ihn frei! Eine Spinne lässt ihre Beute nicht gehen, Waldläufer. Nicht, bis sie etwas Wertvolleres im Austausch dafür erhält. Nun muss ich eine Überspinne fertig machen, Alter. Ich habe dich nicht ohne Grund hergerufen. Du wirst ihn mir zurückgeben. Sofort! Du bist tapfer. Für einen Menschen. Doch es ist nicht dein Schwert, das ihn retten wird. Wie viel bist du bereit zu opfern? Zu was? Ich habe bereits alles aufgegeben. Noch nicht alles. Noch nicht. Du willst den Ring? Du könntest ihn mir für den Geist geben. Um dann neben ihm in deinem Netz zu erwachen? Ich bin Kanka und ich halte mich an mein Wort. Ich würde ihn auch nicht hergeben. Warte! Tali! Nein! Hier hast du ihn. Ich bin beeindruckt, Waldläufer. Er muss dir viel bedeuten. Hol deine Marionette, bevor sie stirbt. Müssen wir ihn zurückholen. Kanka! Der Krieg, den du suchst, ist nicht hier. Der Ring ist verloren. Nun geh nach Minas Ithil und zu den Armeen des dunklen Herrschers. Suche den Palantir. Sauron wird nicht einhalten, bis ganz Mittelerde
in seiner Gewalt ist. Der Palantir muss geschützt werden. Okay. Aber wir haben doch gerade den Ring bekommen, oder nicht? Also jetzt nehmen wir ihn gleich wieder ab. Mega verwirrend. Minas Ithil. Ich muss wissen, ob Kankras Vision wahr ist. Deine Leibwächter, jetzt haben wir, wahrscheinlich sind wir so ein Häuptling und haben Hauptmänner und Leibwächter und können eine ganze Ork-Armee uns umscharen, um uns scharen. Da freue ich mich richtig drauf. Das wird jetzt richtig geil aufzubauen. Ich werde euch aber gleich nach dem Prolog mal den Prolog schon hochladen, dann habt ihr schon mal was. Und dann nochmal probieren zu livestreamen, ob das dann nochmal funktioniert. Die Spinne sprach die Wahrheit. Gondors letzte Festung in Mordor darf nicht fallen. Nice. Herzlich willkommen bei Mittelerde, Schatten des Krieges. Der Palantir hat oberste Priorität. Wir müssen ihn finden, bevor er Sauron in die Hände fällt. Mit ihm sind seine Armeen unaufhaltbar. Das Schicksal der Stadt ist egal. Ich werde nicht zulassen, dass sie abgeschlachtet werden, wie meine Brüder am Schwarzen Tor. Wir müssen etwas tun. Die Hauptmänner auszuschalten, sollte den Gondoranern Zeit verschaffen. Und sie könnten uns zum Palantir führen. Finden wir einen Wurm und verhören wir ihn. Sammeln Sie Informationen zum Orgenformaten. Geil, dann warte das mal. Wir sehen uns gleich im zweiten Part. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall gespannt. Das war erstmal der Prolog und jetzt seht ihr Akt 1 los.